wir werden Sonntag das zeigen, was wir können, und das wird einiges sein. Und ich denke, dafür werden auch viele Zuschauer ins Stadion nach Bahndorf kommen. Und ich erwarte da auf jeden Fall einen richtig offenen Fight mit dem besten Ende am Ende natürlich für uns. So, das erste Mal dabei zu sein überhaupt in so einer Auswahl. Und ich denke mal, es ist ein super Tag dann am 26., weil es einfach viele Leute hier sein werden und weil wir auch einfach Gas geben werden für unseren Kreis. Und ich denke mal, wir werden ein gutes Spiel abliefern für die Zuschauer hier. Wir warten natürlich gegen Lemgo einen heißen Tanz. Die haben natürlich, ich sage es mal, von den Bezirksligisten und natürlich TBV Lemgo, zweitbeste Alliga-Mannschaft Deutschlands, glaube ich. Ne? Ja. Und natürlich Top-Leute. Und es wird ein ganz schweres Spiel. Die werden uns gehörig unter Druck setzen. Wir wissen unsere Stärken. Wir wollen als Einheit auflaufen und werden auch dementsprechend Sonntag uns dort eben Bahntritt präsentieren.
heute bei Lippecke TV. Alex Knesewitscher, Trainer von Team Lemgo. Hallo Alex. Grüß dich. Ihr habt 5-2 verloren gegen Team Detmold. Was waren die Gründe? Ja, der Hauptgrund, sage ich mal, für die Niederlage auch in der Höhe war es halt, dass wir wirklich in der zweiten Halbzeit gut durchgewechselt haben, dass wir nochmal mit einigen Spielern, die, ja, sage ich mal, nicht von Anfang gespielt haben, durchgewechselt haben. Man hat gesehen, dass das für die Mannschaft oder für das ganze, den ganzen Spielverlauf einen Bruch gebracht hatte und ja, somit muss man auch, wenn man das Resümee zieht, einfach sagen, dass das Team Detmold ganz klar gewonnen hat und es auch verdient gewesen ist. Welche Fehler wurden begangen im Spiel von deinem Team? Ja, auf jeden Fall haben wir, sage ich mal, mit der Viererkette agiert hinten drin, haben zu weit vorne verteidigt, haben den Detmoldern halt die Möglichkeit gegeben, durch gezielte Bälle, durch die Schnittstelle oder durch die Viererkette hinter die Abwehr zu kommen, somit halt auch sich zahlreiche Torchancen zu erarbeiten. Von daher gesehen sind das einfach viele Fehler, die wir begangen haben oder auch im Spielaufbau, wo wir dann den Ball im Zentrum verlieren, der Gegner mit Tempo dann aufs Tor läuft, dann ist es natürlich schwierig für eine Viererkette. Was sagst du zum Event an sich? Best of Lippecke? Ja, super. Ne? Also wirklich das erste Mal, dass ich daran teilnehme und ich muss sagen, es hat mir riesen Freude bereitet und war auch super, mit vielen verschiedenen Jungs zusammenzuarbeiten. Also auch von dem Event her, muss man sagen, sehr gut organisiert und ja, ist eine feine Sache. Einer der Matchwinner von Team Detmold. Hallo Urs. Hallo. Du hast 2 Tore gemacht nach deiner Einwechslung. Kannst du ganz kurz deine Gefühle beschreiben? Ja, bei so einem Event, wo wirklich alle Augen da sind, 2 Tore zu machen, ist schön. Auf der anderen Seite habe ich die Tore natürlich nicht alleine gemacht. Meine Teamkollegen waren ja auch daran beteiligt. Ich habe nur den letzten Stoß gegeben, den Ball, und der ging dann rein. Freue ich mich natürlich drüber, aber der Sieg ist natürlich viel wichtiger. Was waren die entscheidenden Faktoren für den Erfolg? Ja, ein ganz großer entscheidender Faktor war, dass wir vielleicht von den Einzelspielern her nicht so große Spieler hatten wie bei den Lemgoern, die auch in höheren Ligen spielen. Aber als eine gemeinsame Truppe waren wir, glaube ich, stärker. Wir haben 2 Trainingseinheiten gehabt und wir kennen uns auch privat ja schon so. Deswegen war das jetzt nichts Fremdes für uns, miteinander zu spielen. Einige waren ja letztes Jahr auch dabei oder einige haben auch in anderen Vereinen zusammengespielt. Deswegen waren wir von vornherein schon zusammengeschweißt und haben auch dementsprechend gespielt. Ihr habt ihn natürlich verteidigt. Es war ein sehr, sehr intensives Fußballspiel. Am Ende deutlich, oder? Es war intensiv, das ist richtig. Aber im Endeffekt haben wir die Tore vorne gemacht und sind dann auch damit belohnt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir mussten ja auch einen Titel letztendlich verteidigen hier. Und den sind wir auch dementsprechend gerecht geworden. Was waren die Erfolgsfaktoren? Die Erfolgsfaktoren? Also wir sind da als eine Einheit aufgelaufen. Die Jungs wussten, dass wir das nur gemeinsam über die Bühne bringen können und nicht als Einzelspieler. Und da sehe ich schon Team Detmold heute in dem Bereich besser als Lemgo, habe ich da gesehen. Wie groß ist die Freude jetzt im Team? Noch im Trainerteam? Du bist ja mit Arnold zusammen Trainer. Genau, mit Christian haben wir super Arbeit. Wir haben 2 Trainingseinheiten miteinander gemacht. Wir haben jeden Tag miteinander telefoniert, geschrieben. Also es waren schon harte 2 Wochen, die wir intensiv miteinander verbracht haben. Letztendlich ist das der Verdienst von der Mannschaft, von den Jungs. Wir können da nicht viel mit einwirken, die können alle Fußball spielen. Das haben die wirklich klasse gemacht. Und welche Lehren nehmt ihr mit? Welche Lehren wir mitnehmen? Ach, Lehren, klar kann man immer besser werden, aber wir nehmen die einzige Lehre mit. Wir wollen nächstes Jahr wieder die Trophäe mit in den Detmold behalten. Vielen Dank. Ich danke auch. Und schöne Grüße von Lippecke TV.